Hey, ich stelle euch heute den REV Generator 120 vor. Der Generator 120 ist das Flaggschiff der kanadischen M-Schmiede und kommt mit 120 Watt, 4 Kanälen und jeweils 3 Aggression-Modi in den Kanälen 3 und 4. Weitere Features sind die zwei unabhängigen Master-Regler, die Möglichkeit, jeden Kanal von 120 auf 10 Watt zu schalten und der ein- und ausschaltbare, röhrengebufferte Effektloop. Der Amp hat angepasste Eingänge für aktive und passive Gitarren und man kann ihn mit dem Mute-Schalter stumm schalten, ohne dabei in Standby-Modus zu gehen. Jeder Kanal hat einen Bright-Schalter und die Kanäle 3 und 4 noch einen Kontur- und einen Fett-Schalter. Der Amp ist komplett MIDI-fähig und kommt mit einer ausgeklügelten Fußleiste. Da die Auswahl an Sounds ziemlich groß ist, zeige ich euch zuerst 4 von meinen Favoriten. Dann gehen wir die Kanäle einzeln durch und zum Schluss re-amp ich nochmal ein kurzes Riff und schicke es dann durch alle Kanäle und drehe ein bisschen an den Reglern. Die Frontseite ist folgendermaßen aufgebaut. Ihr habt hier die Regelung für die Kanäle 1 und 2 und hier für die Kanäle 3 und 4. Und hier hinten ist die Master, also die globale Regelung. Ganz links haben wir die Anschlüsse für aktive oder passive Gitarren. Kanal 1 hat Regler für Höhen, Mitten und Bässe und einen Levelregler. Dann noch den Schalter für 120 bzw. 10 Watt und einen Bright Switch. Kanal 2 hat all das plus noch einen Gain-Regler. Mit dem Kanal 3 Schalter kann ich auch, wenn ich nach oben drücke, die Aggression-Modi wechseln. Der Kanal 3 hat Regler für Gain, Höhen, Mitten, Bass und Level. Dann noch den Schalter für 120 oder 10 Watt. Einen Fat-Switch, einen Bright-Switch und Kontur kann ich auch noch auswählen. Bei Kanal 4 gilt dasselbe, nur dass ich dann einfach nach unten drücken muss, anstatt nach oben. In der Master-Sektion habe ich die Regler für Master 1 und 2. Hier kann ich das auswählen. Das ist Master 2 und das ist Master 1. Ich habe Regler für Presence und Depth und ich habe einen Mute-Schalter. Ganz wichtig, hier wird auch angezeigt, dass es jetzt auf Mute ist. Dann habe ich noch den Anschalter für den Effektloop und ich habe hier den Store-Schalter, was für die MIDI-Programmierung dann wichtig ist. Auf der Rückseite haben wir den Netzanschluss und die Sicherungen. Hier sind die BIAS-Testpunkte. Mein REV hat 6 L6-Röhren, das sind die empfohlenen, aber es gehen auch EL34 oder KD88. Diese werden auf jeden Fall gut klingen und sind gut geheißen von REV. Andere Röhren könnten auch funktionieren, das sollte aber lieber erfahrenen Technikern überlassen werden und dabei auch bitte die Gebrauchsanweisung konsultieren. Hier haben wir den Regler für den Effektloop und Send und Return.
daneben die Speaker-Ausgänge 16, 8 und 4 Ohm, beziehungsweise 2x16 oder 2x8 Ohm. Hier habe ich den Ausgang für das Cabinet Lightning. Wenn ich also eine passende Revbox habe, dann kann ich da auch die Farbe des Logos ändern, wenn ich den Kanal umschalte. Blauer Kanal, blaues Logo, grüner Kanal, grünes Logo und so weiter. Hier sind die MIDI-Verbindungen in und through, also ein und durch, und hier der Eingang für den Foot Switch. Und hier nochmal, der Amp ist made in Canada, also komplett in Canada hergestellt. Der Clean-Kanal hat sehr viel Headroom und ist daher auch eine gute Plattform für Pedale. Hier ein Clean-Boost. Der Precision-Drive. Hier mit dem KHDK Ghoul Screamer. Hier mit dem Rev G2. Oder hier mit der Sivex Fuzz Factory. We'll be right back.
Ein Kanal von 120 auf 10 Watt zu schalten, ändert nicht nur die Lautstärke, sondern auch das Spiel und das Zerrverhalten. We'll be right back.
Eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte, ist, wie klar der Effektloop klingt. Also Delay- und Hall-Effekte kommen mit dem Amp tierisch zur Geltung.